Hallo, willkommen bei Destiny PvP-Gedönse, Folge Nummer 10, bla bla bla. Und so. Kontrolle! Sind wir jetzt wieder im Team? Ich glaub, ja. Wieder der Mond. Es gibt nur einen Pfad zum Sieg, Hüter. Nehmt die Zonen ein und zerstört eure Feinde. Geht da einfach. Ist aber ein blöder Pfad zum Sieg, wenn man alles nur zerstören muss. Bin bei Bravo. Zone A ist sicher. Feind hat Zone C eingenommen. In Führung. Führung abgegeben. Ihr habt Zone B eingenommen. Führung bei Charlie. Übernommen. Ihr habt Zone C neutralisiert. Ja, wo? Führung verloren. Alpha. Ihr habt Zone C eingenommen. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht den Feind. In Führung. Schade. Wo gehen wir denn jetzt hin? Alpha. Charlie. Alpha. Alpha. Zone A verloren. Da sind sie. Der Feind hat Zone A erobert. Schleich dich. Zone A neutralisiert. Ihr habt Zone A erobert. Kommt wieder einer. Zone C verloren. Mann, ich brauche eine Automatikwaffe. Weiter Zone C eingenommen. Zone A verloren. Irre ich mich oder war der Sparrow mal schneller? Der Feind hat Zone A erobert. Schwere Munition kommt. Zone C neutralisiert. Zone C ist sicher. Schwere Munition kommt. Ach komm! Zone A neutralisiert. Hui, der kann fliegen. Zone A ist sicher. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Zone B verloren. Weiter Zone B erobert. Zone C verloren. Ich gebe zu Charlie. Weiter Zone C eingenommen. Zone B ist neutralisiert. Zone B ist sicher.
Kacke. Zone A verloren. Ich gehe wieder zu Charlie. Zone C neutralisiert. Oder zu Alpha. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C ist sicher. Da ist wer hinter dir. Ach, Kacke, da ist irgendein Sniper irgendwo. Scheiße. Wo sitzt er? Bei der Base. Ich sitze beim Geschütz bei Alpha. Alter, ist er. Ist weg. Zone B verloren. Zone A neutralisiert. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Weiter Zone B erobert. Rektor ist lustig. Ja. Die Leute fliegen immer so weit weg. Einer von vorne. Kacke. Ist tot. Zone C verloren. Geht doch mal rum. Ja, ich auch. Weiter Zone C eingenommen. Schwere Munition kommt. Ja, was ist das? Thunderbolt Bravo. Du hast schwere Munition. Wahrscheinlich auch. Zone B neutralisiert. Zone B ist sicher. Da kommt irgendwo ein Fahrzeug. Da ist ein großes Viech zwischen Alpha und Charlie. Feind hat Zone A erobert. Schweres Gefährt. Ich geh zu Alpha. Eure Strategie geht auf. Behaltet die Kontrolle. Na, keine Globerbombe. Zone C neutralisiert. Hab ich auch. Ich bin weg. Unbesungener Held bin ich. Sicher. Ha. Oh Gott, das ist ein schwerer Teil. Der ist tot. Ja, hoffe ich doch. Alpha lebt noch einer. Okay, er ist tot. Feind hat Zone C eingenommen. Gehen wir zu Charlie. Ja. Zone A neutralisiert. Ich muss gegen Fahrzeuge jetzt irgendwie nicht so gut. Zone A ist sicher. Schon wieder einer bei B. Ja. Okay, noch einer. Ach, Kacke. Ja. Ich meine, die mit ihren Automatikgewehren, ich war auch eins. Ja, dieses Automatikgewehr mit verdammt schnellen Feuerrate. Ach, Kacke. Ich bin Charlie. Ich fliehe Bravo. Oder auch nicht.
Zone nehmen vielleicht Bravo. Zeig ihnen, was Krieg heißt. Und bei Charlie? Zone C ist sicher. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht den Feind. Ach, scheiß Automatikgewehre, ey. Wo krieg ich denn eins? Und wieder ein gewonnener Kampf. Auf zum nächsten. Oh Mann. Ich brauche unbedingt ein Automatikgewehr. Ja, ich meine Waffe ist gerade gelohnt. Aber wir gehen mal zum Turm, oder? Ja, mal schauen, was wir da kriegen. Spielersuche verlassen. Ich frage mich gerade, warum bekommen manche Leute Ausrüstung und manche nicht? Was muss man tun, um Ausrüstung zu bekommen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwie... Weiß nicht. Wenn wir jetzt erstmal wieder zum Turm. Ich habe eine Herausforderung abgeschlossen. Du auch? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich keine angenommen habe. Warum denn nicht? Weiß ich nicht. Ich wusste nicht, dass wir eine Schmelzziege machen. Ja, aber es gibt doch sowohl Schmelztiegel als auch die anderen Dinger. Ich finde es aber schade, dass man hier nicht irgendwie andere Planeten besuchen kann. Zum Beispiel den Mond? Ja, zum Beispiel den Mond. Und irgendwie erscheint mir die Story zumindest hier in der Beta-Fassung noch sehr dünn. Ja. Das gibt sowas von keinen Sinn. Dass du in den Ladescreen reden kannst und ich höre dich. Aber du, wenn ich rede, hörst du mich nicht. Tja, es ist nun mal so. Und ich bin Level 8. Sehr schön. Vielleicht hat er ja irgendwie was für uns. Kannst du noch weiter auflösen? Ich habe keine Meldung bekommen, dass ich das Maximallevel erreicht habe. Ja, doch, ich kann noch weiter aufleveln. Schon auf den Beinen. Glaube ich. Die Menschen noch im Bett liegen. Müsste ja der Balken sein. Mann, ich will doch einfach nur. Zurück, wenn es Probleme geben sollte. Ich will doch einfach nur ein Ding. Ein Automatikgewehr. Kann doch nicht so schwer sein. Studiere das ausführlich. Zydonia AR2. Ah, ein Automatikgewehr. Weg mit dem Dreck. Ein Automatikgewehr. Pass auf dich auf. Wie viel Glimmer habe ich denn eigentlich noch? 78. Super. Hast du noch irgendwas zu erledigen hier? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, was? Was? Ich habe gar keinen Glimmer mehr.
Also, ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge und dann sehen wir, was wir in der nächsten Folge machen. Wir sind zwar erst bei 15 Minuten, aber würden wir jetzt zum Beispiel noch ein PvP-Match machen, dann wäre das nochmal 15 Minuten. Oder doch? Ja. 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 Tschüss. Ja. Ja. Ja, tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Ist das ein blasses Zucken? Sag tschüss. Tschüss.